Oder auf YouTube abonnieren, dann kommt das die gleiche eine Meldung. Tafel für das Pflegeheim. Thor, Odin und der Klicker waren auf dem Foto. Vielleicht wissen sie, wie er funktioniert. Ich werde wohl noch meine Familie besuchen dürfen. Familie? Wie soll ich das denn schneiden? Jetzt ist der Sie schon wieder dran, ne? Eieiei. Oh, Telefon. Hallo? Saga, ich bin's, Thor. Dein Großvater. Es wird auch Zeit, dass du mich besuchen kommst, Kleine. Woher wussten Sie, dass ich Sie besuchen werde? Vergiss es. Wir haben größere Probleme. Wir verlieren mich. Fick dich, du verdammte Hexe. Scheiße. Ja, speichern. Irgendwas stimmt nicht in diesem Pflegeheim. Was haben wir hier? Oh, das ging aber schnell, Zeus. Da hat die braune Schlange aber auch schon ihren Kopf rausgestreckt, ne? Oh, noch eine Map? Nein. Schuhkarton. So, aber ich würde sagen, wir wechseln mal die Realität, ne? Und duschen auch noch. Alter, das ging schnell. Also wenn ich morgens hier am Abwursten bin oder noch duschen gehe, da brauche ich eine halbe Stunde. Genau, die braune Schnappschildkröte. Leicht ihren Kopf rausgestreckt. Ich war oh, hier. Zurück. Das Dunkel. Back in town. Es hatte mich aufgehalten. Ja, machen wir so ein schönes Ellen Kapitel. Die sind so abgefahren. Ich verfasste einen neuen Entwurf von Initiation, um über einen anderen Tator zum Parlament zu kommen. Was habe ich jetzt gemacht? Scratch versuchte Alice über den dunklen Ort zu erreichen. Braune Geierkopfschildkröte. War wenigstens schön cremig oder so ein hartes Ding, wo man einmal abputzen muss und das war's schon. Alter, was habe ich denn jetzt gedrückt? Jetzt bin ich wieder in der Show. Willkommen, willkommen. Heute begrüßen wir Alan Wake. Aber dieses Mal wollten wir etwas an dich. Ich war zurück. Ich hatte nicht wir singen. Ah! Das kontrollieren. Woher er kommt, wodurch er sich inspirieren lässt und mit. Da hatte ich schon was gesehen. Das ist so eine Art Musical, was sie da aufführen. Bin ich mal gespannt. Hehe. Ein Mischriegel? Ah ja, okay. Außen knusprig, innen schön weich, wie so ein Kinder Happy Hippo. Wir werden tun, was wir immer tun. Wir reden, aber anstatt zu sprechen, werden wir singen. Oh Gott, Alter. Also ich habe ein Thumbnail gesehen, wie das aussieht, wenn die da am Singen sind. Aber ich habe mir das extra nicht angeguckt. Achtung. Ich glaube, das wird lustig. Betitelt als die lustigste Szene im ganzen Spiel. Was zum Teufel? From what I gathered, you grew up nice and sheltered. Okay. Laufen da mal hin. Oh, Meckes. Odin und Thor.
Alter, was die Ideen haben, ist so geil. Aber ein cooles Lied irgendwie, ne? Hat was. Ja, das ist immer so. Die ganzen Remedy-Spiele, die sind alle so abgedreht. Das ist so geil. Deswegen spiele ich die so gern. Odin, wo bist du? Oh. Muss ich da rein? Nein. Internetprobleme. Ah, das ist aber mies. Wo soll ich denn hin? Da geht's weiter. Alter. Ist das geil. Ja, ich gebe zu, dieses Mal haben sie sich echt übertroffen. Sehr geil. Oh, Sam Lake auch. Einfach geil. Sau gut gemacht. Und der Preis geht an Alan Wake. Oh, meine Lampe. Darunter? Ja. Oder sitzen Schatten. Hoffentlich greifen die mich nicht an. Ich habe keine Waffe. Ah, hier. Eine Leiter. Die Musik hat so ein bisschen was von Ghost irgendwie.
So. Aus die Maus. Wieder so ein abgefahrener Fiebertraum hier. Dafür liebe ich Remedy. Jetzt bin ich auf irgendeinem Dach. Was Ideen, echt. Oh, eine Taschenlampe, schon mal gut. Ah, das ist die Ecke, wo Sam Lake gestorben ist. Beziehungsweise Casey, wie er im Roman heißt. Munition haben wir. It's a cold day in hell. Cold Casey. Also die Gitarre mag ich ja nicht, ne? Die flying wie. Ich finde die nicht so schön. Da habe ich schönere. Oh, mir fehlt Licht. Scheiße, ich hätte irgendwo Licht mitnehmen sollen. Jetzt ist dazu. Gehen wir mal da lang. Ich brauche Licht. Oh, Promillewert ist hoch. Meiner ein kleines bisschen nur. Hab eine kleine Dose Captain Morgan Cola geäxt, bevor ich den Stream gestartet habe. Old Gods of Asgard. Ja, fuck, ich brauch Licht. Schlecht. Das ist ja kein Licht hier. Das muss ich einschalten, das Auto. Dazu brauche ich aber eine Lichtquelle, verdammt. Hier komme ich nicht mehr raus, oder? Nö. Nee. Da war ja eh kein Licht. Hä? Vielleicht wenn ich auf die Gasflasche schieße. Nö. Nee. Was steht da? Shifter. Ja. Scheiße, und jetzt? Da ist kein Licht.
Ja, das bringt ja auch nichts, wenn ich hier die ganze Zeit nur im Kreis rumlaufe, ne? Oh. Oh, okay, warte mal. Nur ein bisschen getrunken. Dafür ist Urlaub da. Guck mal, ich glaube, ich muss den Pfeilen hier folgen, um den richtigen Weg. Ah, hier ist eine Lampe. Komm, gib mir dein Licht. Jawollo. Kann ich das Taxi starten? Also das Licht vom Taxi? Oh, oh. Böse Buben. Schnell. Okay, sieht gut aus. Junge. Bewege ich mich? Ja. Ah, das ist die Fähre aus Teil 1. Oh. Meine Schreibmaschine. Halt, was liegt hier? Eine Leuchtpistole. Okay. Oh, lad schneller nach. Oh, Sau. Komm. Boah, das war knapp. Ah! Keine Muni. Komm. Oh, hier. Noch mehr Muni. Oh.
Komm schon, komm schon. Noch mehr. Ja komm, dann gib mir aber lieber die andere Knarre wieder. Ich höre was. Da. Schnell, 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 schnell. Schnell! Komm, komm, komm. Eieiei. Komm, schneller. Ein Schuss noch. Enemies. Hopp. Oh, Rick. Oh, hat da die Soße gespritzt. Geil. Die Beleuchtung, Leute. Schatten. Geil einfach. Oh fuck, Alter, was geht denn hier? Komm. Oh. Oh, mach. Alter, lad doch schneller nach. Ich dachte, es könnte nicht noch seltsamer werden. Champion des Lichts. Da, 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 da. Der Bote der Dunkelheit. Da, 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 da. Verlorenen.
Champion des Lichts. Scheiße. Hallo zusammen. So, jetzt hört man mich. Mottentierchen, wie geht's dir? Meine Güte. Das war ja gar nicht gut. Beide Mods da, fantastisch. Ja, Mottentierchen, beim letzten Stream, wo du dabei warst, haben wir tatsächlich den Affiliate geschafft, ne? So was Geiles. Ja, ich hatte gehofft, dass wir hier das Level ein bisschen früher starten können, um diese ganze Musikszenerie nochmal zu starten. Aber es ging leider nicht. Aber wir haben ja das Musikvideo gesehen. Immerhin. Zeus ist endlich wieder zu Hause. Jawollo. Urlaub schön genossen. Hoppala. Du bist nicht der Erste, der gesagt hat. Das ist richtig. Das war Toffel. Toffel ist die Nummer 1. Oh, kommst morgen endlich raus, Mottentierchen. Also das ist ja der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ja, und als du dann auf die Intensiv gekommen bist, habe ich auf einmal drin gehangen. Ohne Ende. Ich habe extrem hohes Fieber gehabt. Ne, ich war... Vor 2 Wochen war das dann, glaube ich. Dienstags bin ich von der Arbeit wieder nach Hause. Ich habe Schweißausbrüche gehabt und so. Bin dann nach Hause, habe Fieber gekriegt. Ich habe von Dienstags abends bis Mittwochabend durchgepennt. Einfach nur durchgepennt. Bin immer wieder aufgewacht zwischendurch, weil ich so husten musste. Musste was trinken, weil ich so geschwitzt habe. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Meine Bronchien sind zugegangen. Also ich wusste nicht, was ich machen soll. Du bist völlig alleine zu Hause. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da habe ich mir schon wirklich auch um mich Sorgen gemacht. Und habe es dann aber nach 2 Wochen durchgestanden. Ultra. Und dann schreibt dein Mann, ne, dass du da künstlich beatmet wirst. Und ich so, oh nee. Da hat das gerade bei mir angefangen, dass ich nicht atmen konnte, nicht sprechen konnte. Da ging gar nichts. Und ich, oh fuck, Alter. Was soll ich machen? Soll ich einen Notarzt rufen? Oh. Da ging mir es echt, echt übel. Ja, da muss man echt aufpassen. Junge, Junge, Junge. Ich habe dann, ich will nicht lügen, vielleicht 4 Tage lang konnte ich nichts essen, gar nichts. Ich konnte nicht mal aufstehen von der Couch. Ich habe da gelegen, klitschnass, schweißgebadet, ne, durch Fieber und dann noch die Erkältung dazu und, oh. Und, 2 Wochen Koma. Das ist assi. Das ist richtig assi. Das hat mir so Angst gemacht, ne? Wo dein Mann das geschrieben hat. Ich dachte, Alter, was soll ich jetzt tun, ne? Boah. Das war echt übel. Aber schön, dass es dir besser geht, ey, mein lieber Mann. Wirklich krass. Und ich hab dann, also... So richtig flach im Delirium gelegen, habe ich ungefähr 1 Woche, ja, wo eigentlich gar nichts ging. Ich konnte nichts machen. Da habe ich in der Zeit, also ich weiß nicht, wie viel genau ich abgenommen habe, aber als es dann nach 2 Wochen wieder rum war, habe ich sonntags zugeschlagen ohne Ende. Ne? Essen, trinken, da ging die ganze Zeit so gut wie gar nichts. Und dann habe ich mich montags auf die Waage gestellt und hatte dann, also Sonntag habe ich, ne, gefressen den ganzen Tag, habe mich montags auf die Waage gestellt und hatte immer noch 3 Kilo weniger, ne, als wo ich, also bevor ich da umgefallen bin. Junge, Junge, Junge. Gar nicht gut. Ja, und dann habe ich mir gedacht, hey, Ansporn, um weiter ein bisschen drauf zu achten, auf die Ernährung und so. Und habe jetzt 2 weitere Kilo abgenommen. Oh, krass. Total geil. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so wenig gewogen habe wie jetzt. Mega. Oh, krass, Maverick. Herzdruckmassage. Eieieiei. Übel, ey.